So, Burschen, es steht 3-0 für Italien. Die glauben jetzt, sie haben uns. So ist es aber nicht, weil wir lassen jetzt die Kamikaze aus dem Sack. Huch's einfach zu, was ich euch sag. Auf der rechten Seite muss ich sagen, spielen wir eh gut zusammen. Aber vor allem mit den Gegnern. Und du, Strache Heinzi, was war da bei dem Freistoß? Eine Riesenchance? Und du Faschist? Spiel's einfach so wie immer. Ein paar Hocken und ins Kreuz. Hatzi, das ist dein Kampf, nicht mein Kampf. An alle, scheiße dich da vor den Silvio. Was der Berlus kann, das kann ich auch. Und sollte der Silvio da mal durchkommen, dann muss er sofort liegen. Na, nicht die Damalat, die Parmalat. Der muss die rote Soße erinnern. So, die linke Seite. Feimann Werner. Nur Grenzen allein, ich reicht nicht. Und wenn ich dich frage, sag, wo stehst du eigentlich? Dann brauchst du nicht deppert singen. Schau in die Krone. Aber ein Kompliment, Werner. Wenn du einmal rennst, dann kommt der Kackgegner mehr noch. Weil du hast voll auf die Pappen. Auf deiner Schleimspur. So. An alle. Wir haben gespielt vom Spielsystem her 4-4-2. Aber so wie es eh spielt, müssen wir spielen 6-6-8. Und das geht so laut Adam Riese nicht aus. Apropos Adam Riese, wir kommen gleich zu unserem Rechenschen in der Mannschaft. Brüll Pippi, wo bist du? Yes. Der Karl-Heinz hat auch nicht spielen können. Und sie stehen nicht von den Gegnern schmieren lassen. Aber der hat wenigstens das gleich geschaut. Aber du, das ist ja Gemeinheit. Wenn ich dich anschaue, fangen meine Augen zum Zwitschern an. Und ich kriege den grauen und den grünen Star gleichzeitig. Nein, nicht Star, Star. Das ist eine Pupillendrübung. Das hat der Alte sicher auch. So. Und Erwin und Peppi, was war da bei dem Brüllball? Ihr seid eh zu zweit. Gut, Peppi, wenn du weiter spielst, kannst du im Match gegen die Deutschen die Merkel Angela decken. Und eins sag ich da, das wird kein Honig lecken. An alle, manche von euch glauben da noch immer, das ist der Freundschaftsparty gegen die Italiener. Aber wie oft noch? Am Feld gibt's keine Freundschaft. Fragt den HC, wie das ist, wenn man keine Freund hat. So, wenn es erstes tut in der zweiten Halbzeit, was ich euch sag, dann kommen die Partie noch dran. Ich meine, die Italiener sind sehr potente Strategen. Immer schon gewesen. Aber wenn es jetzt in der zweiten Halbzeit Manndeckung vom Feinsten macht und damit meine ich, dass ihr wirklich eng bei euch am Arsch steht und mit eng meine ich, die müssen glauben, ihr seid zum anderen Geschlecht, dann sind einmal die Italiener die Gefickten. Ich sag nur, veni, vidi, ficki. Oder wie der Lateiner sagen würde, ejaculata ist. Und Burschen, merkt es euch endlich, nach der Pause ist Seitenwechsel!